So beginnt meine neue DVD. Erstmals habe ich versucht, Bennekenstein umfassend darzustellen. Sage, Sehenswürdigkeiten und Geschichte, wichtige Personen, Feste und Veranstaltungen im Jahresrhythmus. Ich zeige auf, was man in und um Bennekenstein unternehmen kann, egal in welcher Jahreszeit. Neben Wanderzielen werden auch Ausflugsziele im Harz in unserer näheren Umgebung vorgestellt. Der Teil Cafés, Restaurants und Hotels rundet die DVD ab. Jeder, der sich in die DVD einbringen möchte, kann sich bei mir melden, ob mit eigener Ferienwohnung oder Werbung. Der Film wird ständig ausgebaut und aktualisiert. Jetzt folgen einige kurze Originalausschnitte zu den einzelnen Menüpunkten. Ich wünsche euch und Ihnen viel Freude mit meiner neuen DVD. Ronald Langer. Sie möchten unser kleines Harzstädtchen nun kennenlernen? Na, dann begleiten Sie uns doch einfach bei einem Spaziergang durch Bennekenstein. Unser Ausgangspunkt ist das Haus des Gastes in der Ortsmitte. Unter seinem Dach befinden sich ein gemütliches Café, die Bibliothek und die Heimatstube. Auf einen weiteren Ehrenbürger ist man besonders stolz, Max Schmeling. Der einzige deutsche Boxweltmeister im Schwergewicht wurde in den 30er Jahren in die Stadt eingeladen. Zu dieser Zeit hatten die deutschen Ringer und Boxer in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1936 in Bennekenstein ihr Trainingslager aufgeschlagen. Ein letztes Mal besuchte Max Schmeling 1993 seine Ehrenbürgerstadt. Anlässlich seines 100. Geburtstages im Jahre 2005 errichteten die Bennekensteiner ihrem Idol einen Gedenkstein. Und natürlich waren es Profiboxer, die den Stein enthüllten. Über die ganze Bennekensteiner Boxertradition kann man sich im Boxerstübchen ebenfalls im Haus des Gastes informieren. Die schieferverkleidete St. Laurentiuskirche prägt die Silhouette unserer idyllischen Stadt. Sie besitzt eine Besonderheit. Im Gegensatz zu allen anderen Gotteshäusern befindet sich ihr Altarraum nicht im Ost-, sondern im Westteil der Kirche. Als an den älteren Glockenturm das Kirchenschiff angebaut werden sollte, war dies aus Platzgründen nur in westliche Richtung möglich. Die Freiheit, die nach dem Dreißigjährigen Krieg errichtet wurde, ist ein historisch interessantes Fachwerkhaus. Als freies Burglehen inmitten des politisch dreigeteilten Dorfes Bennekenstein genoss es bestimmte Sonderrechte. So schützte eine Flucht in dieses Haus vor Verfolgung. Auch das Schwarzburger Rathaus könnte viel über Bennekensteins bewegte Geschichte erzählen. Der einstige Flecken war über den Zeitraum von 368 Jahren in zwei, manchmal sogar in drei Teile geteilt. Im Jahr 1741 hat der alte Fritz, Friedrich der Große, Bennekenstein zur preußischen Stadt erhoben.
Im Ostdeutschen Fahrzeug- und Spielzeugmuseum werden seit 20 Jahren Autos, Motorräder, Campinganhänger und Spielzeug aus der DDR gesammelt. 200 Fahrzeuge und tausende Einzelstücke sind ausgestellt. Liebevoll arrangiert erstrahlen sie im neuen Glanz. Bennekenstein bietet über das Jahr verteilt eine Menge interessanter Veranstaltungen. Für jeden ist etwas dabei. Die winterliche Waldschneise ist Kulisse für das erste große Ereignis im Jahr, das Schlittenhunderennen, welches weit über 1000 Besucher anzieht. Jährlich am Pfingstmontag zieht es die Bennekensteiner auf die Waldschneise am Waldschlösschen. Es ist Finkenmanöver. Der Sangeswettstreit der Buchfinken als jahrhundertealtes Brauchtum ist hier noch erhalten geblieben. Zum Volksfest gehört auch das Abbrennen von Pfingstfeuern, in deren Glut die original Bennekensteiner Pfingstwürste gebraten werden. Die Darbietungen der Bennekensteiner Trachtengruppe auf der Waldbühne sind besonders bei den Gästen beliebt. Auch der Skirollersprint, der 2012 zum ersten Mal stattfand, soll eine feste jährliche Veranstaltung werden. Er bereichert die vielen sportlichen Aktivitäten im Ort. Einen Höhepunkt, der kaum zu toppen ist, bildet das jährliche Oldtimer-Treffen zum Tag der Deutschen Einheit. Tausende strömen zum Ausstellungsgelände. Die historischen Fahrzeuge üben einen immer stärker werdenden Reiz auf die Menschen aus. Zusätzlich kann man Panzer fahren oder auf einem Rundflug neue Ansichten von Bennekenstein genießen. In Bennekenstein sind vielfältige Aktivitäten möglich. Das Harzbad ist bei jedem Wetter ein Riesenspaß für große und kleine Wasserratten. Mit Riesenrutsche, Sprudelbecken und speziellen Aquafitnessprogrammen lockt das Harzbad seine Gäste an. Ganz besonders romantisch ist es, vor winterlicher Kulisse zu schwimmen. In der Sporthalle des Hotel Harzhaus stehen eine Tennishalle und eine Kegelbahn zur Verfügung. Zu den Outdoor-Angeboten für Trendsportler gehören Nordic Walking und Crossgolf unter fachkundiger Anleitung. Zu den beliebtesten Wanderzielen gehören der Moserteich, der Karlshausturm, der Stierbergteich und Sophienhof mit der Ziegenalm.
Der Harzer Grenzweg zeigt neben geschichtlichen Eindrücken auch eine einmalige, über Jahrzehnte ungestörte Natur auf dem ehemaligen Grenzstreifen. Der Winter zieht schon zeitig über die Harzberge herein. Seinem frostigen Ruf folgen bald die Wintersportler aus nah und fern. Skilaufen, Skispringen und Rodeln sind hier von jeher zu Hause. Ein weit gespanntes Loipennetz um den Ort und seine Nachbargemeinden lässt keine Wünsche offen. Wem die Skiausrüstung fehlt, kein Problem. Auch Skifahren kann man hier unter Anleitung lernen. Ganz neu auf der Angebotspalette steht das Husky-Abenteuer. Hier hat man die Möglichkeit, mit den beliebten Vierbeinern auf eigene Walking-Touren zu gehen. Wer das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands besucht, den erwartet eine wundervolle Natur voller Mystik und Romantik. Bezaubernde Bergwiesen mit seltenen Blumen und eine wilde ursprüngliche Klippenwelt laden zu vielen Aktivitäten ein. Eine Wanderung auf dem Hexenstieg, Deutschlands schönsten Wanderweg, der verschiedene Sehenswürdigkeiten des ganzen Harzes miteinander verbindet, ist sehr zu empfehlen. Harz, das sind auch Attraktionen in rasantem Tempo, manchmal mit ungewöhnlichen Fahrzeugen, kletternd hoch in der Luft oder Abenteuer tief in der Erde. Selbst Wildwestromantik findet man hier. Pullman City ist Deutschlands größte Westernstadt mit Cowboys, Indianern und täglicher Buffalo Bill Wildwest-Show. Die thematischen Wochenenden sind ein besonderes Highlight. Der Harz ist zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Ausflugsziel mit einer großen Anzahl Sehenswürdigkeiten auf relativ kleinem Raum. Von Benneckenstein aus ist alles sehr günstig erreichbar.